Ein Grund, warum die meisten Menschen ihr Geld nicht investieren, ist die Angst, Geld zu verlieren. Es ist aber fast schon ironisch, dass die Leute Angst haben, möglicherweise Geld an der Börse zu verlieren, während sie mit Sicherheit Geld verlieren, wenn sie nicht investieren, weil die Inflation den Wert ihres vorhandenen Vermögens schmälert. Aber klar, die Angst kommt durch Unwissenheit. Keiner hat uns in der Schule ja jemals darüber aufgeklärt, wie wir gut mit unserem Geld umgehen. Sollte deiner Meinung nach Finanzwissen in den Schulen vermittelt werden?